Gude, Servus und Moin Moin. Und herzlich willkommen zurück zu Onkel Sega zockt Dead Trigger 2. Wir gehen direkt dahin, wo wir zum Schluss aufgehört haben. Und zwar hier oben bei dem Warfare habe ich ja, wie gesagt, beim letzten Mal schon mir die Zeit vertrieben, bis das hier freigeschaltet wurde. Mittlerweile bin ich hier auf 8067. Also ziemlich weit vorgerückt, weil am Anfang da war ich irgendwie so bei 60.000, 70.000, keine Ahnung. Also da sind wir auch schon ziemlich weit. Mal gucken, wie weit ich da heute noch komme, weil ich werde das immer weiter dann machen, während die anderen hier freigeschaltet werden, zocke ich zwischendurch den Warfare und dann werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie es so aussieht. So, also, Isotop eingesagt, Südamerika-Kampagne. Guten Morgen, Kyle. Ich habe ein paar Tests zum Giftanteil an den Zombies gemacht, die ihr gestern abgeschlachtet habt. Es war dieselbe chemische Spur vorhanden wie bei denen in Europa. Dieses Mal scheint die Chemikalie aber etwas reiner und stärker. Mach dich auf zum AKW und finde die Isotopprobe. Wir müssen mehr herausfinden. Tun wir, Chef. Wir finden jetzt was heraus. Mal schauen. Lokalisiere das Isotop. Hey, cool. Die Area hier kenne ich gar nicht. Tatsächlich endlich mal was Neues. Das ist ja geil. I'll take that. Ich hau mir erstmal zwei Schmerzmittel rein. Man weiß ja nie, wozu es gut ist. So. Man kann sich nämlich auch mit Schmerzmitteln, also erstmal dopen sozusagen, ja, also seine maximale Gesundheit erhöhen. Nicht nur wiederherstellen, man kann sie von Anfang an direkt mal erhöhen. So, ich sollte mich aber hier gar nicht zu lange aufhalten. Mit den Schweinköpfen. Ich meine, klar, je länger du dich mit denen aufhältst, Kohle machst du am Ende auch. So, was ist denn hier los? Da sitzt einer. Der sieht aber nicht mehr sehr lebendig aus. Erstmal zumachen. So, was ist denn jetzt hier los? 6 Meter noch, hier. Aufgabe abgeschlossen. Finde den Schalter fürs Tor. Torschalter finden. 9 Meter. Hier haben wir ihn. Zack. Der macht mir Sorgen hier. Okay, da geht nichts. Irgendwie glaube ich auch noch mal eine Goldbelohnung für, wenn man sich so und so lange damit beschäftigt hat, die Dinger zu machen. Ein Radioactive Man. Ja, komm, dann legen wir euch die Schiene hin, Leute. Zerstöre die Hauptsicherung. Wo ist die? Ah, da. Was? Ah, da. Einsammeln. Thanks. Bitte, gern geschehen. So, ja. Aufgabe abgeschlossen. Finde einen Strahlenschutz. Einstrahlen, da liegt einer. Da liegt auch noch so ein Radioactive Man. Jetzt gehe durch das kontaminierte Area. Ey, das ist ja mal cool, ey. Da haben sie jetzt endlich mal was gemacht. So, nicht nur einfach so ein altes Grinding-Level benutzt jetzt hier. Ne, das ist tatsächlich mal was Neues, finde ich cool. Kontaminiertes Area. Ich hau mir nochmal so ein Ding rein. Weg mit euch. So, wo soll ich denn lang? Ah. 141 Euro. Zack, ich hab's geschafft. Aufgabe abgeschlossen. Besorge die Probe des Isotops.
Das ist der Anzug, den ich anhatte, oder was? Ja, ne? Okay, jetzt da hinten ist die Probe des Isotops. Ich sehe sie genau. Ja, auf schwer geht es schon ab. Da kommen einige. Da kommen doch einige. Ah, das war's. Okay, ich habe das Isotop klar gemacht. In einem normalen Spiel müsste man sich jetzt hier den Weg auch wieder rausschießen, aber gut, wir haben es geschafft. Wir gehen mal davon aus, wir sind auch gut wieder rausgekommen. So, gute Arbeit. Das Isotop gehört uns. Jetzt müssen wir es zu unseren Wissenschaftlern bringen. Ich schätze, die Blackcoats arbeiten schon daran, eine riesige Gruppe Zombies anzusammeln, um dich hier lebendig zu begraben. Also mach sie fertig. Tja, die Blackcoats. Was denn von denen halten soll, weiß ich auch noch nicht so genau. So, wir sammeln hier erstmal das ganze Zeug ein. Brauche kein Starter Pack. So. Und zwar, der kann bestimmt wieder was produzieren, genau. Und zwar produziert er diesmal Granaten. Granaten. Und einmal Mine. So, das dazu. Und sie kann natürlich Schmerzmittel produzieren. Autoheilung brauche ich nicht. Ich finde, die Schmerzmittel reichen mir aus. So. Ja, die Million haben wir auch fast voll. Wenn wir uns das nächste Mal dann wiedersehen, wird sie voll sein. Ja, dann bis denn. Danke fürs Zuschauen und ja, wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.